Ein Hallo und herzlich willkommen zurück in Shelter 2. Brownie, was machst du da? Ihr sollt meine Zuschauer begrüßen. Achtung! Genauso will ich das hören. Ja, hallo, hallo und herzlich willkommen. Da seht ihr schon, wie unsere kleinen Babys sich freuen, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge werden wir weiterhin fleißig Hasen jagen, damit unsere Tierchen groß und stark werden. Wo haben wir denn schon die nächsten? Oh, uns ist schon wieder ein Hase, ein Selbstmordhase, direkt ins Maul gesprungen. Ja, den dürft ihr haben. Ich brauche gar nichts zu essen. Mampf, 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 Mampf. So, weiter geht's. Wo haben wir. Oh, schon wieder eins. Komm her, komm her, komm her. Da hinten. Warum so weit vom Bau weg? Wenn auch in der Nähe unseres sicheren Baus genau genug Hasen sind. Na, komm her. Ach! Erwischt. Lang zu, meine Süßen. Oh, noch eine Maus. Guck mal. Dürft ihr auch haben. Also diese, ich sag mal, außergewöhnliche Shelter 2-Grafik gefällt mir wirklich. Ach! Wenn ich nur mal etwas besser wäre beim Jagen. Ha. Eigentlich sollte das ein Bloodhound können, oder? Der gewohnt ist. Oh, ich hab keine. Toll, ich habe natürlich keine Ausdauer mehr. Der es eigentlich gewohnt ist, blutige Arbeit zu leisten. Aber ich bin offenbar echt da drin, der Niete. Ach, ist cool, das gibt es tatsächlich doch diese Gegend. Die werden wir auf jeden Fall auch erkunden, das verspreche ich euch. Sollten meine Tierchen lange genug überleben. Was müssen wir die alleine erkunden? Aber bisher sind ja noch alle da. Da, da, die hole ich mit. Bleib stehen, bleibst du wohl stehen. Ja, meine Babys, ich weiß, das ist keine Glanzleistung, was ich hier mache. Aber Hauptsache, ihr werdet satt, nicht? Wer war schon wieder zu... Ey, Brownie war der Schnellste. Hast du dir verdient? Wenn die anderen zu langsam sind, haben sie selber Schuld. So. Ich würde sagen, wenn unsere Tierchen etwas stärker und größer geworden sind, erkunden wir direkt das nächste Gebiet. Na komm! Ah, eins. Komm, den hol ich mir noch. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Das ist unfassbar. Na gut. Aber komm, den da hinten. Da liegt doch ein Toter. Also, ganz ehrlich, warum esst ihr den nicht? Warum esst ihr den nicht? Dann esse ich den. Wenn ihr nicht wollt, dann hau ich halt rein. Ich habe auch Hunger. Und so ist ja nun nicht. Hier, ihr könnt dafür so einen Mini-Hasen oder was auch immer das ist da haben. Nee, ich glaube, eine Maus war das, eine Maus. Aber mit meiner frisch erworbenen Ausdauer kann ich jetzt mehrere Hasen gleichzeitig. Damit fangen wir an. Da. Und eins. Nee, das reicht mir nicht. Da. Aber ihr sollt ja mal genau brav, ihr esst den Hasen. Ah, da ist der ganze Meute. Das ist so als Snack zwischendurch, aber nein, wir wollen. Ach. Egal. Oh, ein Blatt. Super. Esse den doch noch brav. Nein, warum sollte man den auch essen? Jetzt, lang zu. Ist genug für. Nee, nicht für alle. Brownie geht leer aus, das ist ja nicht so gut. Ich hab gehört, man kann an der Farbe erkennen, wie hungrig die sind. So. Lauf! Eins! Komm, ich hole den Weißen! Ah, na endlich, habe ich mal zwei erwischt. Müsste eigentlich für alle reichen. Ja, lang zu.
So, jetzt sollte ich aber auch alle satt sein, oder? Und wir können frisch und gestärkt in ein anderes Gebiet gehen. Wir sind ja keine Zuhause-Hocker. Wir gehen direkt weg von unserem Bau in unser Gebiet. In unser Gebiet. Ich rede schon wieder einen Müll. Wir gehen natürlich in ein anderes Gebiet. Wir haben zur Auswahl das Berggebiet, was neu ist. Das ist unser Bau, das Waldgebiet und das Schneegebiet. Das Berggebiet werde ich mir zum Schluss aufholen, weil das wohl tatsächlich das Schwerste sein soll. Nein, das ist kein anderer Rasen, das ist einfach eine Wolke, die am Himmel ist. Ja. Habt ihr gehört, wie sie mich angefeuert haben? So will ich das sehen. Lecker, 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 lecker. Mampf, mampf, mampf. Ui, wir haben gespeichert. Oh, Wolke ist schon wieder weggezogen. Ich würde ja so gerne mal sehen. Also die Sonne sieht zumindest cool aus. So, gehen wir ins... Oh, das habe ich gemerkt. Ins Waldgebiet. Da haben wir schon wieder einen Selbstmord. Was war das nochmal? Also ganz ehrlich, das hört sich nicht an wie so ein... Ich sag einfach mal, das war ein Selbstmordhase. So, fertig. So, und wir gehen jetzt ab ins Waldgebiet. Sagen nochmal kurz bei unserem Bau Hallo, weil wir eh dran vorbeilaufen müssen. Heimat hat doch einen gewissen Wert. Da komm schon! Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Es ist schon nicht mehr schön. Wirklich. Komm, komm, komm! Ah! Ah, so, für jeden ein. Ihr sollt mir nicht mir hinterherlaufen, ihr sollt den verdammten Hasen essen. Hä? Ja, das kommt jetzt, das weiß ich doch längst, dass ich selber auch was essen kann. Oh, jetzt esse ich den. Toll. Das tut mir leid, Kiddies, aber hier liegt noch einer, den könnt ihr haben. So, nun aber ohne Verzögerung ins Waldgebiet. Hm? Oh, ich dachte, das konnte ich aufnehmen. Muss es so nicht sagen, oder? Was? Nein! Lauf, lauf, lauf! Lauf, meine Kinder! Versteckt euch, versteckt euch! Wie kann ich die? Was? Nein! Oh. Elendes Drecksvieh! Erwischt! Sind alle unsere Kinder am Leben? Nachgucken. Blackie ist da. Weißie ist da. Roti auch. Brownie auch. Ui. Alle überlebt. Das war ein Abenteuer, ich sag euch das. Kommt so ein Drecksvogel an, will uns unsere Kinder schnappen. Hat es sogar eins geschnappt. Aber wir haben es erledigt. So wie es sich für ein Bloodwork gehört. Ui, ich sag euch. Ich muss ehrlich sagen, das kannte ich auch noch nicht. Das war für mich jetzt auch neu. Gefällt mir aber. Macht die Sache ein bisschen schwerer. So ein Jagdvogel ist ja schon so eine Sache für sich, ne?
Was ich auch gut finde, denn, Achtung, kleiner Spoiler, jetzt bitte weghören, für die, die es noch nicht kennen. In Shelter 1 werden wir auch von so einem Vogel gejagt, gegen den wir absolut nichts, na komm, nichts ausrichten können. Wir müssen einfach nur, fliehen. Hier konnten wir ja tatsächlich echt hinterherlaufen. Und das gefällt mir. Wir können uns also wirklich verteidigen. Und laufen nicht einfach nur weg. Weil ich meine, ihr wisst ja, ein Bloodwork, der läuft nicht einfach weg. Der holt sich... Ich dachte, ich hätte was gehört. Der verteidigt sich, vor allem wenn es um seine geliebten Kinder geht. Alle vier noch da? Gut. Sagt mal Hallo. Genau. Gut erzogen. Meine Kinder werden natürlich bestens erzogen. Und wir gehen ins Waldgebiet. Wollen ja was erleben. Man könnte auch die gesamte Welt, also quasi die ganze gesamte Zeit in einem Gebiet bleiben und bei unserem Bau quasi verharren. Aber das wäre doch auf Dauer irgendwie langweilig, oder? Ich meine, meine Kinder sollen ja auch was erleben. Und das können sie natürlich nur, wenn sie auch die Welt entdecken. Wie sollen sie sonst später jemals alleine auf eigenen Füßen stehen? Sollen sie ihr gesamtes Leben im Bau verbringen? Im Bau. Nee, oder? So. Hey, da sind wir auch schon. Das sieht echt schön aus. Oh, guck mal, ein See. Ach, guck mal, das ist das Schneegebiet. Oh, und da gibt's ein Nest, was uns... Guck mal, da oben ist sogar eine Eule. Dr. Who. Ah, genau. So war das. Die Eule haut ab. Lang zu. Sind nur die Babys von der Eule. Das ist nicht schlimm. Die könnt ihr essen. So, dann gucken wir uns hier doch mal um. Was gibt's hier Schönes zu entdecken? Vielleicht was trinken? Stimmt, ich habe noch gar nichts getrunken. Ist so langsam Zeit. Komm mal, die angetreten. Genau so will ich das sehen. In Reihe und Glied. So. Was? Nein! Nein! Was zur Hölle? Meine Kinder! Oh. Das war jetzt sonderbar. Und ganz ehrlich, das wollte ich auch gar nicht. So. Ist da gerade. Sind da gerade drei Kind im Wasser verschwunden? Kommst du wieder raus da? Du ertrinkst doch! Ich meine, nichts gegen Baden, aber schwimmen wirst du ja wohl noch nicht können. So. Das war was zu trinken, jetzt brauchen wir nur noch was schön Knackiges zu essen. Boah, oh, guck mal! Ist das ein Gnu oder ein Babyreh? Wie auch immer, das holen wir uns. Langsam anpirschen. Ja, weiß ich. Wie ich mir so ein Vieh hole, weiß ich. Das sollte eigentlich für die ganze Familie reichen. Langsam anpirschen. Und... Attacke! Von der Herde trennen. Den direkt mitnehmen. Was? Nein! Da. Du bist in der Falle. Oh! Ein Schmaus für die ganze Familie. Da bleibt sogar was für mich übrig. Naja, ein bisschen zumindest. Nice. Und als Nachspeise hatte ich uns ja noch einen schönen Hasen geangelt. Ja, wenn ich den wiederfinde. Einmal riechen, wo die Leiche des Hasens liegt. Hä? Ja? Ich wollte gerade sagen, kein Raubvogel, bitte. Hä?
Egal, ich hole mal noch so ein Gnu. Da bringt viel mehr. Oder was auch immer das ist. Ach. Da. Wieder von der Herde trennen. An Pirschen. Ach, die hauen schon ab. Nein! Ach, schaffe ich nicht mehr. Zu wenig Ausdauer. Aber die. So, meine Kinder, gut aufpassen. Langsam anpirschen. Nein! Haben uns entdeckt. Wir sind ein schlechter Jäger. Aber den holen wir uns trotzdem. Wo ist er hin? Ist hier in den Wald rein. Aber wo er reingeht, muss auch erstmal wieder rauskommen. Wo zur Hölle ist er? Kann uns doch nicht entkommen sein. Was? Ich wollte gerade sagen, ist schon wieder irgendeine Gefahr. Oh, ich habe das Gefühl. Oh, wir haben Herbst. Da. Komm, eins kriegen wir. Ah! Ja, die haben. Nein! Nein! Komm, 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 das schaffe ich noch, das schaffe ich noch. Mit der letzten Kraft. Und spring! Bam! In your face! Lang zu, es gehört nur euch. Oh, das ist dunkel geworden. Die Musik hört sich bedrohlich an. Hä? Ach so, das ist die Karte. Ja, ist mir klar, dass es unsere Karte ist. Trotzdem gefällt mir die Musik nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Brownie? Ich wollte gerade sagen, alles in Ordnung mit dir? Alles in Ordnung? Ich verlasse mich drauf. Gut, dann kommt weiter. Gehen wir zurück in den Wald. Ich fühle mich ja persönlich im Wald auch am wohlsten. Wisst ihr ja alle. Alle noch da? Super. Ich dachte schon, das ist ein blöder Jagdvogel da oben. War ganz ehrlich, wovor haben wir Angst? Wir sind als Lux extrem hoch in der Nahrungskette. Es gibt kaum Gegner oder ich sag mal andere Tiere, die wirklich über uns stehen. Ja, okay, Wölfe, Kampfhunde und so ein großer Jagdvogel. Aber selbst den Jagdvogel haben wir down gekriegt. Einmal raufgesprungen, in die Kehle gebissen und dann war er tot. Also eigentlich haben wir gar keine Grundangst zu haben. So, aber mehr scheint es hier nicht zu geben.
Boot auch, guck mal. Oh nein. Leute, ich weiß, ahne, was gleich kommt. Das war, als ich das erste Mal gespielt habe, war das auch schon so. Dann können wir noch hoffen, dass es hier nicht passiert. Egal, wir ziehen das ja weiter. Und hoffen einfach mal, dass hier keine mächtigeren Tiere ankommen. Na kommt. Oh, jetzt regnet's. Lass uns schnell einen Unterstand suchen. Bitte. Was? Oh Leute, die Musik hat mich gerade so erschrocken. Nee, nur ein paar Hasen. Aber ganz ehrlich, die ist unheimlich. Egal, wir holen uns die Hasen. Wir lassen uns nicht beirren. Egal, einen haben wir erwischt. Auch wenn das Wetter nicht gut ist. Was? Ein Blitz, das Blitz und donnert sogar. So, ihr beiden müsst ja diesmal ohne Essen auskommen, aber der nächste gehört euch. Wenn ihr schnell genug seid, ne? Hab ich doch gerade. Was? Guck mal, sogar der Mond ist verdeckt. Nichts mehr zu sehen. Was? Boah, ich dachte, das ist ein Wolf, ey. Das sah gerade so ein bisschen so aus. Komm, den krieg ich. Nein! So knapp! Kommt her! Egal, du kommst mir nicht. Sagte er. Und was ist das denn? Boah, ich erschrecke mich immer so. Ich habe keine Ausdauer, ich muss was essen, ohne Witz. Ich muss was essen. Ich muss mich jetzt auch mal ein bisschen um mich selber kümmern, das geht ja so nicht. Wenigstens gehört mir. So. Ja, einer gehört wenigstens mir. Oh, schon mal da. Nein, kein Selbstmordhase. Schade. So, meine Süßen, dann trinkt was. Auch das muss. Oh. Man kann ja so schlecht steuern, dieses Tier. Das ist echt. Egal, ich trinke trotzdem was. Das empfehle ich euch übrigens auch. Ja, nein. Man kann nicht zurückgehen, es ist unfassbar. So, wenn der Winter kommt, werde ich die Folge beenden. Dass ihr mal schon ungefähr wisst, was euch noch erwartet. So, ich würde sagen, wir haben das Gebiet jetzt hier gesehen. Oh nein, den holen wir uns. Davon holen wir uns einen. Und den hinteren. Den fort. Da, den hinteren, der gehört uns. Noch Ausdauer haben wir. Ah! Bam! Ein Festmahl. Kommt her! Ja, lang zu! Gehört euch. Nur für euch, meine Kinderlein. Oh, und der Regen hört endlich auf. Wohl doch Zeit.
So. Ich würde sagen, ja, tatsächlich, wir wären jetzt mal. In das Schneegebiet können wir erst im Winter. Das heißt, was würde ich machen? Sagen wir, bleiben hier noch in dem Gebiet, bis es Winter ist. Oder wenn wir im Schnee, im Winter ins Schneegebiet gehen, weil dann der See zugefroren ist. Heißt, wir werden hier noch ein bisschen verweilen und uns das Gebiet angucken, weil das ist ziemlich groß. Und, oh! Na komm her! Ach! Nicht erwischt. So ein Vogel würde ich auch schon gerne mal erwischen, muss ich sagen. Ja, aber ich muss sagen, das gehört zu meinem Lieblingsgebiet hier. Ich mag ja, wie gesagt, wirklich gern Wald. Aber so langsam. Also der Winter war kürzer als der Herbst. Muss ich ganz ehrlich sagen. Du wirst doch nicht. Yes! Ich habe mich geopfert für den Vogel. Hoffentlich liegt er jetzt nicht im Wasser. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Ach man, der ist tatsächlich im Wasser. Ach, das ist doch dämlich. Da ist noch einer, komm. Nee, das sind Hasen, egal. Hasen schmecken immer. Einfach, schnell, easy zu fangen. Ja, lang zu. Nicht mich an Mountain hier. Ich will auch was. Auch ein Bloodwork hat noch Hunger auf frisches Fleisch. Oh, ein Hase Nummer 2, den könnt ihr haben. Nein. Ach ja, meinetwegen. Ich hoffe, ihr seid bald alt genug, dass ihr euch selber euer Essen fangen könnt. So langsam wird das doch echt lästig, muss ich sagen. Ja, wisst ihr, ich habe das so im Update gesehen, habe gedacht, nee, das interessiert mich ja doch. Wenn ich ein Spiel habe, dann will ich es auch komplett haben, mit allen Karten und allen Areas. Dachte mir, Mensch, warum soll ich das jetzt alleine spielen, wenn es auch ein paar Leute gibt, die ich damit eine Freude machen kann, dem ich es einfach aufnehme und ihr bei mir zugucken könnt. Oh, irgendwas jage ich schon wieder. Ah, da, ein Hasen. Nein, was ist das? Was zur Hölle ist das? Ah! Meiner. Ich will ihn haben. Och, ich bin zu blöd zum Jagen, ey, wirklich. Jagen ist einfach nicht mein Ding. Mein Ding ist zum Fleischer gehen, mir ein schönes, saftiges Steak kaufen. Lecker. Und das dann schön braten und essen. Ja, um auch noch mal eine gewisse Person zu ärgern, auch gerne Kuhfleisch. So schöne Lasagne. Oh, lecker. Es gibt doch kaum was Besseres. Obwohl natürlich so ein Rumpsteak auch was sehr Feines ist. Na! Was? Hä? Oh! Es ist Winter! Ja, meine lieben Zuschauer! Und damit haben wir wieder ein weiteres Ziel erreicht. Wir haben unsere geliebten Kinder ein ganzes Jahr lang überleben lassen. Was für mich auch heißt, diese Folge ist hiermit zu Ende. In der nächsten Folge werden wir über dieses Wassergebiet, also über den See, der jetzt gefroren ist hoffentlich, oder hoffentlich gleich zufriert, in das Schneegebiet gehen und da weitere spannende, luchsartige Abenteuer erleben. Mal gucken, mal wie süß sie sich an mich kuscheln, weil es so kalt ist. Schneesturm ist auch schon. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr schaltet in der nächsten Folge auch mit dabei, wenn es heißt Luchse im Eisgebiet. Auf der Suche nach neuer Nahrung und neuen Abenteuern. Das war's von mir. Bis dann, auf bald, euer Bloodwork.